Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Timme von Minga Gaming und wir zocken heute Micro Machines. Ich habe das Spiel früher schon gezockt, auf der PlayStation 1 gab es das. Wir fahren mit kleinen Matchbox-Autos durch die Gegend. Es ist wirklich ganz lustig. Also ich denke mal, der eine oder andere wird das noch kennen von früher. Da war natürlich die Grafik nicht so besonders wie zur heutigen Zeit. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache wegen der Grafik. Das Spiel macht einfach übelst Laune. Ich habe das früher mit meinen Cousins hoch und runter gezockt und stundenlang. Also es ist wirklich echt cool, muss ich sagen. Ja, wir sind jetzt hier im Menü. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal, wie wir spielen können. Die Garage und alles andere gucken wir uns an und dann legen wir mal los. So, wir gehen mal ins Spiel. Wir haben hier das KI-Spiel gegen Computergegner. Dann können wir ja online spielen mit, ich glaube, bis zu 12 Leuten oder so. Und wir haben das lokale Spiel, wo wir dann zu Hause mit unseren Freunden bis zu 4 Spieler spielen können. So, dann gehen wir mal zurück. Dann haben wir hier die Garage. Das sind jetzt hier die Autos, welche wir haben. Wir haben einen Monster Truck, wir haben einen Krankenwagen, ein großer Kipper, eine Feuerwehr, ein Hot Rock. Hotwok, wie die Autos sich nennen. Wir haben einen Panzer, wir haben ein komisches UFO-Fahrzeug, so ein Hightech-Auto, ein Luftboot, Polizei und etc. Also es gibt noch viel mehr Autos, die muss man natürlich in der, wenn man jetzt Saison spielt oder Kampagne, schaltet man die automatisch dann frei. Ja, was soll's noch? Das ist die Lootbox. Da habe ich Boxen, das habe ich noch nicht so frei. Wie gesagt, ich spiele das gerade zum ersten Mal. Und hier ist die Saison so. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los und machen einfach mal ein KI-Spiel. In dem KI-Spiel haben wir natürlich die Schlacht, wo wir uns gegenseitig bekriegen können. Dann haben wir Rennen, wo wir genaue Rundenzahlen fahren müssen, um Erster zu werden. Und wir haben Ausscheidung. Ausscheidung ist so, dass wir immer Erster sein müssen oder. Ja, wir müssen Erster sein. Wer Letzter ist, fliegt dann nach jeder Runde aus. So, ich würde sagen, wir machen erstmal ein Rennen. So, das lädt jetzt ein bisschen. Na, los. Es ist wirklich echt cool gemacht. Also, ich kann das nur jedem empfehlen. So, jetzt haben wir hier natürlich unsere Autoauswahl. Ich bin eigentlich immer gern Polizei gefahren. Also jetzt mal warten, bis das Event startet. Na, jetzt. Warten auf Spieler. Wie gesagt, da gibt es auch so eine kleine Kiste, da sind dann so eine kleine, entweder sind Bomben drin, oder ein Hammer, oder eine Rakete, aber das erkläre ich euch gleich nochmal. Jetzt muss man hier fahren. Hier sind waren die Kisten. Man muss auch aufpassen, dass man nicht nach unten fährt, sonst ist man gleich tot. Ich habe natürlich jetzt hier den längsten Weg genommen. Zum Beispiel jetzt habe ich den Hammer aufmachen auf meinem Auto und könnte dem vor mir jetzt, wenn ich die Taste, X war es, X. Ah, guckt sogar noch der Hund von oben und ich habe es leider nicht geschafft. Wie gesagt, man muss die Strecken auch erstmal, wie soll ich sagen, lernen oder wissen, wo, wie, welche Kurve kommt, wo man mit Gas spielen kann und wo nicht. Also das muss ich mich halt noch, wie gesagt, ein bisschen einfuchsen. Aber natürlich habe ich auch wieder das schnellste Auto überhaupt genommen. Ihr habt doch gesehen, dass ich den Hammer benutzen, wenn jetzt ein Auto vor mir sein würde, wäre der natürlich tot. Ja, das ist gerade so nicht so einfach, die Steuerung. Jetzt hat er noch gleichzeitig mein Handy geklingelt. Aber das ist ja jetzt nicht so wichtig. Ja, ich weiß, dass ich Letzter bin. Ich kenne die Strecke nicht und ich habe das schnellste Auto überhaupt wieder mal genommen. Ich bin noch so ein Autospieler, muss ich sagen. Wer bremst, verliert. Das sieht man natürlich auch.
letzte Runde. Vor mir sind welche gefahren. Es ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Strecken. Aber okay. Jetzt haben wir auch gleich noch eine Trophäe freigeschalten. Ja, ich muss glaube den Panzer nehmen. Der ist nicht so ganz so schnell. Aber möchten Sie es dann wirklich fassen? Ja, möchten wir. So, dann würde ich euch halt mal, sagen wir das Rennen. Ich habe gemacht. Das habe ich natürlich leider verloren, aber das ist ja nur ein Netz. Das ist der Zweck der Sache. Ich würde halt sagen, wir machen mal die Schlacht, damit ihr das dann auch mal seht. Ja, die Ladezeiten sind etwas, ja, wie soll ich sagen, etwas lang, aber. So. Jetzt werde ich mal den Panzer nehmen, wie sonst auch. Gucken, was die anderen so alles haben. Also in der Schlacht geht es so halt so schneller möglich, jeden einfach auszunocken. Es ist ganz witzig. Oh, bin ich der Einzige, der mit dem Panzer fährt? Okay. Es ist halt ein rotes und ein blaues Team. Und dann hat man unten noch Spezialfähigkeiten, die man dann nutzen kann. Mal gucken. Ja, das ist schön. Na. So, da wurde ich eliminiert. Also wie gesagt, ich spiele das jetzt auch gerade zum ersten Mal. Ich kenne das nur von früher. So, machen wir das nochmal jetzt so schön. Rückwärts fahren, so. Oh, dann. Ja. Alter. Ja gut, mein Teamkollege hat mir schon mal geholfen, das ist gut. Gut, ich wurde wieder von der gleichen erledigt. Wie gesagt, das geht so lange, bis man dann sagt, man hat keine Lust mehr. Also wie zum Beispiel jetzt müsste ich mir ein neues Auto suchen, aber habe ich jetzt dazu auch keine Lust mehr. So, das soll es erstmal gewesen sein, um euch das zu zeigen. So, was gibt es eigentlich noch, was ich euch zeigen kann? Wir gehen nochmal zurück. So, wir haben zum Beispiel die Lootbox. Die könnte ich jetzt öffnen. Mal gucken, was wir da kriegen. Gut, man kriegt alle heiße Typs. Ausrüsten. Ja. Also das ist dann so eine kleinen Items, die man dann einfügen kann, wenn man jetzt jemanden abgeschossen hat, dann kommt dieses oder irgendwas. Also ich würde jetzt einfach mal nur das jetzt nehmen. Gut. Spieler, Bio. Hier sind man, wie viel man, was man geschafft hat, wie viele Runden, welche Level man ist und etc. Ja. So, ich glaube, da gibt es jetzt weiter erstmal nichts noch zu erklären. Einstellung muss ich, glaube ich, euch nicht erklären. Das ist ja verständlich. Ja, sollte euch das Spiel gefallen, das gibt es beim PlayStation Store, glaube ich, war jetzt im Angebot für 5,99 oder 4,99. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Aber müsst ihr da mal gucken. Aber wie gesagt, es macht zu Fiat echt Laune. Gut, das soll es gewesen sein von mir. Danke für die Likes, die dann vielleicht irgendwann dazukommen. Und wir hören uns dann demnächst. Macht's gut. Tschö. Euer Tümme von Minga Gaming.